Boah, ein neuer Planet wurde geboren. Und das sieht aus wie der Kopf von Yoshi. Los geht's, Luigi. Mal sehen, was wir dort finden werden. Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Super Luigi Galaxy hier auf Katze. Weiter geht's mit ein paar Bonussternen. Ja, das habe ich mir heute vorgenommen. Denn es fehlen ja nur noch aktuell 18 Sterne, bis wir das Spiel komplett durchgespielt haben. Und nachdem wir schon viele lilafarbene Kometen erledigt haben, schnappen wir uns mal zwischendrin auch mal wieder ein paar Bonussterne, die wir damals ausgelassen haben. Einfach nur, damit wir jetzt gegen Ende ein bisschen Abwechslung haben und uns nicht nur um die lilafarbenen Sterne kümmern. Klebekokons und Königsspinne. Die Spinne werden wir heute allerdings nicht treffen. Viel eher suche ich als allererstes einen Freund von uns, nämlich einen Gourmet-Luma. Der wird sich sehr darüber freuen, wenn wir vorbeikommen, um ihn ein bisschen mit Sternenteile zu füttern. Doch die gilt es als allererstes mal einzusammeln. Ja, jetzt haben wir schon mal 17, 18. Das ist eine gute Ausbeute dafür, dass wir erst gerade eben das Level betreten haben. So. Oder betreten haben. Weiter. Hier über die Sterne. Und die Münzen. Ja, ich sag immer, dass die Münzen so unselig sind in dem Spiel. Aber man muss ja gestehen, so schräg sind sie ja nicht. Denn durch die Münzen kann ich ja tatsächlich meine Leben wieder auffüllen. Also ich nehme mal alles zurück, dass sie total unsinnig sind. So, hallo Luma. Wie viel willst du denn? Lalalalala. Hey, du da. Hast du keine Sternenteile? Ich will Sternenteile essen. Ganz viele davon will ich essen. Lalalalala. Komm schon, gib mir ein paar Sternenteile. Wenn ich 50 esse, verwandle ich mich. Ich bin ja so aufgeregt. Ja, ich bin auch aufgeregt. Allerdings habe ich nicht 50. Ich habe nur 43. Ich muss mir also erst einmal Sternenteile besorgen. Vielleicht ja hier unten irgendwo. Also wenn man Gumbas besiegt, kriegt man immer ein paar Sternenteile. Nicht sonderlich viele, aber hey, jedes bisschen zählt. So, jetzt habe ich aber schon direkt meine 50. Okay, dann mal raus hier. Und dann schauen wir doch mal, ob wir jetzt hier den Luma füttern können. Hallo Luma, da bin ich wieder. Ich bin ja immer noch aufgeregt. Ja, das darfst du gerne sein. Jetzt kriegst du das, was du wolltest, mein lieber Freund. Ui, 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 ui. Das war's, das war's. Mein Bauch ist voll. Dann wollen wir mal loslegen. Verwandelung. Ach ja, da verwandeln wir uns. Und tada, ein neuer Planet wurde geboren. Und in dem Fall ist das ein Yoshi. Oh, wie schön. Ein Yoshi aus Holz eigentlich, oder? Ein Holzplanet. Also ich weiß nicht, wer diesen Yoshi geschnitzt hat, aber der muss auf jeden Fall gute Arbeit geleistet haben. So, Achtung. Nicht, dass sie mich jetzt so oft treffen, dass ich hier... Oh, nee, oder? Ich habe nur noch ein Leben und ich kriege hier keine Münzen von den Goombas. Egal, ob ich sie mit einer Drehattacke besiege oder ob ich sie zerstampfe. Na gut, ich muss also vorsichtig sein und alle Goombas jetzt platt machen, denn nur so komme ich an den Stern. Achtung. Und weg damit. Hier ist der nächste. Wunderbar. Das läuft sehr, sehr gut. Oh, Achtung. Hier kommt Feuer heraus. Aus den Nasenlöchern von Yoshi. Zack, zack, zack. Wertvolle Treffer. Und noch einmal. Und Peng. Sehr gut. Hier, schaut mal, wie gut das hier läuft. Zack. Und wieder. Ja, fast einer weg. Jetzt aber. Und du bist auch weg. So, fehlt hier noch einer? Ich hab doch alle besiegt, oder? Wo versteckt sich der letzte Goomba? Ach da. Na, wer sagt's denn? Und bitteschön. Geschafft. Ist der nicht wunderschön? Da ist unser Stern auf der Nasenspitze von Yoshi. Luigi, das hast du wieder wunderbar gemacht. Wir sind sehr, 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 sehr stolz auf dich. Wie du das wieder erledigt hast. Ach, einfach perfekt. Du hast einen geheimen Stern erhalten.
Die Sternenstaubgalaxie. Dann mal weiter. Und wir gehen jetzt in die Kampffelsengalaxie. Denn da müssen wir in die, Achtung, in die Mülldeponie. Wer hat Lust auf die Mülldeponie? Mülldeponie und ich sag Mülldeponie. Schleich dich in die Riesenfestung. Nein, das werden wir natürlich nicht machen. Wir gehen straight forward to the... Was heißt ein Mülldeponie auf Englisch? Weiß ich gar nicht. Waste Management Area. Waste. Ach, keine Ahnung. Ich sag jetzt einfach mal Waste Management Area. So bezeichne ich die Mülldeponie. Keine Ahnung. Und wo ist hier nochmal die Mülldeponie? Wo war die denn? Wahrscheinlich muss ich erstmal mit dem Stern rüber, oder? Also die war irgendwo da, wo man einen Luma... Okay. Hat doch noch funktioniert. Ich dachte, ich muss die Bombe näher ranbringen. Aber alles gut. Für den Luma... Ach, der ist wahrscheinlich da hinten. Bei den Molekülen. Gelb, grün, rot und blau. Ja, und für den Luma brauche ich natürlich Sternenteile. Deswegen hole ich lieber ein paar extra. Jetzt bin ich mal gespannt. Da vorne geht's weiter, müsst ihr wissen. Zu dem eigentlichen Stern dieser Mission. Den haben wir allerdings schon. Das heißt, wir gehen direkt zum Luma und gucken, ob wir zur Mülldeponie können. Lalalalala, hey du da, du möchtest zur Mülldeponie? Dann fütter mich mit ganz vielen Sternteilen. Ganz viele davon will ich essen. Lalalalala, jetzt komm schon, du willst zur Mülldeponie. Wenn ich 30 esse, bringe ich dich dorthin. Okay, 30 habe ich auf jeden Fall. Ich habe sogar 35. Reicht also, um dich zu einem Stern zu verwandeln. Mein Bauch ist voll. Dann wollen wir mal loslegen. Verwandelung! Ja, dann verwandel dich mal, mein Freund. Und... Kaboom, bam, bam. Da ist sie auch schon, die Halbkugel. Und das ist die Mülldeponie. Ihr werdet jetzt sagen, Katze, was meinst du? Aber tatsächlich, schaut mal. Wir reden jetzt mit dem Roboter und ihr dürft sehen, was dieser Roboter uns jetzt sagen wird. Das ist eine Sackgasse. Du bist in der Mülldeponie. Aber wer? Jemand hat hier nicht brennbaren Müll hingeworfen. Wenn ich dir die Mittel gebe, machst du dann hier sauber? Na klar. Oh, danke. Danke. Okay, wir machen jetzt sauber, indem wir hier mit den Bomben den Müll, ja, entfernen. Was in der modernen Mülldeponie natürlich so nicht funktioniert. Und ich frage mich, wird heute noch Müll verbrannt? Ist das so ein normaler Prozess? Weil ich hätte gedacht, dass durch die Verbrennung die ganzen Schadstoffe des Mülls in der Atmosphäre sind. Nee, oder? Macht man doch heute nicht mehr. Ich glaube, vereinzelt bestimmt noch gezwungenermaßen, aber ansonsten hoffe ich, dass so viel wie möglich recycelt wird. Und wir Müll eben weiter verwerten können. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Vielen, vielen Dank. Jetzt ist es schön sauber. Ach, übrigens, ich habe das hier gefunden. Nimm es bitte. Huiuiui, ein Stern. Na super, vielen Dank dafür. Vielen Dank, du hast mir echt geholfen. Bis bald. Auf Wiedersehen. Mach's gut. Ja, mach's gut. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und einmal zurückgeflogen. Der Stern ist in unserer Tasche. Kampffelsengalaxie, die Mülldeponie in der Kampffelsengalaxie. Wir machen mal weiter, denn wir haben das Badezimmer jetzt komplett abgeschlossen. Ja, traurig, oder? Peu à peu schließen wir alles im Spiel ab, denn jetzt sind wir ja fast am Schluss. In ein paar Folgen haben wir noch vor uns, aber uns fehlen jetzt nur noch... Wie viele Sterne? Ich habe jetzt gar nicht geachtet. Darauf geachtet, wie viele Sterne wir bereits haben, aber ich glaube so 16 fehlen uns noch, plus minus. Ne, 15 sogar nur noch. Ja gut, 16 mit dem letzten Bonusstern. Jetzt gehen wir mal da rein. Denn da müssen wir noch einen Berg erklimmen. Aha, schlüpfriger Eisberg. Ich bin auf jeden Fall bereit für dieses Unterfangen. Damals gab es oben diesen Endboss, diesen Eisklotz, aber den werden wir heute nicht besuchen. Wir machen stattdessen eine völlig andere Aufgabe. Hallo, Pinguin! Hey, Opa!
Übst du auch Eisrutschen? Dann lass uns gegeneinander antreten. Kannst du mich fangen? Ich würde es zumindest mal versuchen, mein Freund. Dann jag mich doch. Edgy Badge. Ja, ich versuch's, ich bin schon dran. Stehen geblieben, du Frechdachs, hab ich dich. Hey, Manu. Du hast drauf, Opa. Wenn es jemand schaffen kann, dann du. Bitteschön, viel Spaß mit dem Stern. Ja, vielen Dank, mein Freund. Dann stürzen wir uns mal in die nächste, in Anführungszeichen, Gefahr. Und einmal nach unten gepfeffert. Tschiu. Jetzt rutschen wir herab und gucken mal, was wir hier so entdecken dürfen. Ja, nicht viel. Ein paar Gummas, die hier auf der Eisfläche herumtollen und Spaß haben. Sie genießen diese winterliche Atmosphäre. Und ja, ich meine, der Herbst steht ja sozusagen vor der Tür. Aber der Winter ist dann auch nicht mehr fern. Und so schön der Sommer auch ist, Schrägstrich war, muss man doch sagen, es ist auch schön wieder, diese schönen, kuscheligen Herbsttage zu haben. So, einmal nach oben gepfeffert. Und hier brauchen wir jetzt die Eisfähigkeit. Von Eis-Mario zu Feuer-Mario, wenn das mal kein starker Kontrast ist. Hier muss ich aufpassen, denn ich muss ganz ehrlich sagen, ein sehr, sehr starkes Wort, das ich jetzt verwende. Ich hasse diese Fledermäuse. Die sind für mich die stärksten normalen Gegner im Spiel. Die kann man nur mit der Feuerkraft besiegen. Und mit der normalen Drehattacke, glaube ich, nur ein bisschen verscheuchen. Und sie fliegen einen an, vereisen einen. Dann ist man für ein paar Sekunden Eisklotz, kann sich nicht bewegen, kann sich nicht retten, kann gar nichts mehr. Also wirklich sehr, sehr ärgerlich. Schau mal jetzt genau das hier. Was soll das? Vor allem, der kann ich fast zweimal hintereinander treffen, wenn ich da nicht geschickt ausweiche. Oh Mann. Na gut. Schnell die nächste Feuerblume einsammeln. Und dann erklimmen wir weiterhin diesen Turm, diesen Berg besser gesagt. Den haben wir ja schon mal gemacht, als wir die lilafarbenen Münzen eingesammelt haben. Ihr erinnert euch. Heute müssen wir das nicht tun. Allerdings gibt es heute mehr Gegner. Es gibt diese Felsen, die herunterrollen. Es gibt diese Eisfledermäuse. Und ja, schon wieder. Was für eine sehr, sehr ärgerliche Stelle. Richtig unfair. Muss ich so sagen. So, und jetzt schnell weiter. Oh nee, Luigi, nicht runterfallen. Oh, Menno. Na gut, auf ein neues. Einmal drumherum. Rückwärtssalto und... Ach, hey, was macht der Luigi? Habt ihr das gesehen? Das meine ich. Der hat mich vereist und ich konnte nicht reagieren. Ich konnte nicht mehr ausweichen, da ich dann ein Eisklotz war. Na gut, was soll's, so ist das eben. Ich versuche mal ein bisschen abzukürzen. So, und jetzt, Achtung. Ja, habt ihr das gesehen? Mit der Drehattacke kann ich sie so ein bisschen verscheuchen, aber das war's dann auch schon. Achtung, und nach oben. Oh nee, ich brauche die Feuerfähigkeit. Oh, das habe ich jetzt echt verschlafen. Egal. So, und jetzt Achtung. Oh, der hat mich fast erwischt. Hier rüber, kurz da ausweichen. Und weiter geht's. Perfekt. Felsen, wir kommen! Und jetzt einmal nach oben gepfeffert. Irgendwie sage ich so oft gepfeffert. Und nur noch hier ausweichen. Und geschafft. Zack, zack, zack. Und da oben ist der schöne funkelnde Stern. Wir haben ihn. Wir haben es gemeistert. Ist das nicht cool? Stern erhalten. Und jetzt kehren wir zurück zu unserer geheimnisvollen Basis hier im Schlafzimmer. Schönen guten Tag, Luma. Schau mal. 106 Sterne, die wir jetzt besitzen. Dann einmal mit dem Stern weiter geht's. Und... Oh, wir haben hier schon alles erledigt. Wir werden nie wieder das Schlafzimmer betreten, da wir hier alle Sterne haben. Ich werde das Schlafzimmer vermissen. Nein, im Ernst, es war irgendwie ganz cool. Ich mochte die Welten, die es hier gab. Allein die Eisvulkangalaxie ist sehr, sehr spannend. Na gut, dann geht es mal weiter. Maschinenraum, Loft,
Das sind auf jeden Fall noch Bereiche, die wir noch betreten dürfen, denn da gibt es auch noch einige Bonussterne zu erhaschen. Gucken wir doch mal, was wir hier haben. Oh, ein lila Komet. Reifenozean. Stimmt. Ganz vergessen, hier müssen wir auch noch lila Münzen einsammeln. Im Anflug auf lila Komet. Bitte sammeln Sie nun unverzüglich alle lila Münzen ein. Ei, ei, Captain. Die sind ja auch weit verstreut, muss man ganz ehrlich gestehen. Aber gut, Herausforderung angenommen. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen würden, oder? Die lila Münzen im Reifenozean. Luigi, zeig, was du kannst. Du bist ja unser Liebling. Ja, je länger ich Luigi's Galaxy spiele, desto eher liebe ich es und desto eher präferiere ich unseren lieben Luigi. Also präferiere im Sinne von, ich bevorzuge. Ich möchte lieber Luigi nehmen als Mario. Entschuldigung, liebe Mario-Fans, aber Luigi ist einfach der sympathischere, oder? Denn er ist derjenige, der, ja, so lieb ist. Der ist viel liebevoller als Mario. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Ich mag ihn einfach sehr. Ich glaube, vom Charakter ist er eher so wie ich. Man sucht ja immer Gleichgesinnte, ja? Ich finde, er ist eher der bodenständigere als Mario. Oh, na toll. Nicht, dass Mario nicht bodenständig ist, aber manchmal, na, wirkt das so, eingebildet ist falsch gesagt, aber so viel zu siegessicher. So an manchen Stellen. Aber hier in Galaxy oder generell in Spielen ist Luigi immer so der Vorsichtige. Ja, mal gucken, ob es funktioniert und bloß keinem wehtun. Und der ist einfach sympathisch, ja. Aber heißt ja nicht, dass das der Charakter eines Menschen sein muss, der der richtige Charakter ist, ja. Es gibt verschiedene Charaktere und das ist auch gut so. Es gibt verschiedene Menschen. Manche sind total locker, manche sind stürmisch, manche sind sehr dominant, andere wieder sehr introvertiert. Und ja, da gibt es einfach verschiedene Typen an Menschen und das ist gut so. Diese Vielfalt an Menschen, das macht das Leben ja so besonders. Okay. Genug von der Menschheit gesprochen, lieber Luigi, liebe Biene. Zeig doch mal, was du so kannst. Ich liebe diese Schussfähigkeit. Ich nutze die Schussfähigkeit der Sternenteile viel zu selten. Aber mal im Ernst, so oft braucht man sie auch nicht. Klar, an gewissen Stellen kann man sie einsetzen, um Gegner zu betäuben. Aber, naja, ich weiß auch nicht. Also ich meine, kann man Endbosse betäuben? Könnte ich Bowser in einem finalen Kampf betäuben? Ich glaube nicht. Naja, wie auch immer. Holen wir doch mal so viele Sterne wie möglich. 22 Münzen gibt es bisher in unserem Portfolio. Und jetzt haben wir gleich schon über ein Viertel der Münzen, die es hier gibt. Aber noch haben wir es nicht geschafft. Ihr wisst ja, weit verstreut und viele sind hier außenrum. Auf den Wolken oder hier auf dem UFO, auf dem Raumschiff von Kapitän Toad. Oder eher von diesem grünen Toad. Was möchtest du sagen? Du suchst mit oder wie? Achtung, vorsichtig zurück. Das ist ja auch spannend, oder? Dieses riesige Zahnrad. Was das wohl kann, was das wohl macht? Oh Mensch, Luigi. Aber ein bisschen mehr Konzentration, damit das mit dem Fliegen auch funktioniert, mein Freund. So, kurzer Zwischenstopp und wir flitzen weiter. Da haben wir eine schöne lilafarbene Münze. Und so geht es peu à peu weiter. So, 30. Was haben wir da oben? Ganz oben gibt es bestimmt auch noch was. So, und tap. Hier sehe ich erstmal nichts, aber da oben, schaut mal, wie viele wir das sonst verpasst hätten. Echt verrückt. Nein, 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 nicht runterfallen. Okay, jetzt mit gezielten Sprüngen auf die andere Seite. Sehr cool. Und hier geht's ebenfalls weiter. 36 Münzen, perfekt. Schauen wir mal, wie wir da weiterkommen. Nein, 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 nein. Okay, 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 okay. Ja, 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 ja. Oh nein. Das ging ja mächtig schief. Naja, was soll's. Ist halb so wild, das kann jedem mal passieren. Selbst einem Luigi. Hauptsache, wir geben nicht auf. Ich meine, das ist genau
das, was ich immer zu sagen pflege. Das ist ein Mantra, das man sich aneignen sollte. Es ist okay, wenn man verliert, wenn man etwas nicht geschafft hat. Aber es ist nicht okay, wenn man aufgibt. Ja? Das ist wie auf der Arbeit, wenn irgendetwas misslungen ist. Man hat irgendeinen Fehler gemacht. Und vielleicht einen Fehler, der gewisse Konsequenzen hat. Ja, es ist ärgerlich und das nervt einen. Vielleicht sogar mehrere Tage, vielleicht sogar Wochen, ja? Aber man darf die Flinte nicht ins Korn werfen. Das bedeutet, man darf nicht aufgeben. Oder in der Schule. Schlechte Note geschrieben. Ja, schade. Zu wenig gelernt. Aber was lernt man draus? Okay, beim nächsten Mal lerne ich etwas mehr. Fange früher an zu lernen. Dann geschieht mir das nicht noch einmal. Aber aufgeben, das sollte man niemals. Denn man kann sich stets verbessern. In allen Lebenslagen. Nicht nur privat, nicht nur beruflich. Beruflich im Sinne von, ja klar, ganz klassisch auf der Arbeit, im Studium, in der Ausbildung, aber natürlich auch in der Schule. Naja, wie auch immer. So, 44 und hier rüber. Hallo Toni, mein Freund. Oh, Teppichtörtchen. Uns fehlt noch so viel. Wir haben noch nicht einmal die Hälfte. Du hast die Lamützen gesammelt. Ja, das habe ich tatsächlich. Gut beobachtet, mein Freund. Ich frage mich, was er gesagt hätte, wenn ich zu ihm geflogen wäre, ohne auch nur eine einzige Münze einzusammeln. Hätte er dann was anderes gesagt? Müsste man herausfinden, ob die Entwickler da so schlau waren und sowas eingebaut haben. So ein Gimmick, möchte ich mal sagen. So. Und jetzt geht es auf das blaue Raumschiff. Hallihallo, mein Freund. Der sucht auch noch wahrscheinlich lila Münzen für mich. Ein richtiger Helfer eben. Freund und Helfer, das sind eben die kleinen Toadies. So. Jetzt nach oben. Schön, schön weiter. Nein! So wenig Kraft gehabt. Für den letzten Akt in der Luft. Naja, halb so wild. Das kann jedem mal passieren. Dann sammeln wir mal schnell und gezielt die Münzen hier unten ein. Und so macht Luigi am Ende des Tages doch eine sehr, sehr gute Figur. Okay. Nächster Abschnitt. Hier nach oben. Oh nee, ganz knappe Kiste. Ganz knapp. Wir haben es fast bis ganz nach oben geschafft. Aber am Ende bin ich abgestürzt. Naja, was soll's. Da gebe ich natürlich nicht auf. 63 haben wir schon. So. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Perfekt. Und nach oben. So, dann sammeln wir mal schnell die Münzen ein. Und dann geht es quer runter, wie es scheint. Da sind die nächsten Münzen für mich versteckt. Irgendwie hat diese Galaxie so einen leichten Mario Sunshine-Touch, oder? Es schreit so nach Urlaub, es macht Spaß, es gibt immer was zu entdecken. Einfach toll. Einfach toll. Hier kann man sich wirklich wohlfühlen. Ach ja. Können wir nicht immer hier sein? Können wir nicht immer so viel Spaß hier haben? Einfach Urlaub genießen. So muss es sein. So sollte es zumindest auch sein. Tralalalalala, wunderschön und wunderbar. Ich liebe die Atmosphäre. So. Dann einmal... Oh nö, jetzt habe ich eine Münze verpasst. So, Moment. Und hier rüber 78 haben wir schon. So, jetzt muss ich da einmal hoch. Achtung, Konzentration. Und rüber. Perfekt. Cool. Was gibt es hier? Da gibt es gar nichts. Zumindest nicht als Biene. Da komme ich einfach an keine lila Münzen. So von wegen, der Block klemmt. Ich komme da an keine Münze heran. Und komme ich zurück? Komme ich zurück? Wow, ich habe es sogar geschafft. Ich dachte, ich rutsche doch noch ins Wasser. Aber sah ganz gut aus. So, jetzt von dieser Wolke rüber. Da sammeln wir wieder Münzen ein. Und wir haben jetzt 88. 12 Münzen fehlen uns noch. Dann haben wir es geschafft und die 12 müssten jetzt hier sein. Das sind die letzten Meter, die wir hier zurücklegen müssen.
Ja, schaut mal, 91. Komm, die letzten sind hier. Wir sollten eigentlich nichts verpasst haben. Auch nicht auf irgendwelchen Palmen oder auf dem Turm oben oder auf dem großen Baum. Der große Baum, der kann ja schon eine Stelle sein, wo man durchaus die eine oder andere Münze verpasst haben könnte. Ja, nicht muss, aber könnte. Aber eigentlich ist es ganz cool, so wie es ist. So, ey, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Perfekt. Jetzt geht's hier weiter. Stopp, 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 stopp. Sehr gut. 8 und 9. Nein! Nicht abstürzen, Mario. Luigi, meine ich. Oh ja, hat sich gelohnt. Gut, dass ich dann nochmal zurück bin. Und da ist die letzte schöne Münze. Und dann haben wir alle. Mal gucken, wo der Stern jetzt erscheinen möchte. Ach nee. Wir müssen komplett zurück zum Turm. Na, ihr seid mir ja welche. Das ist auf der anderen Seite. Naja, gut. Theoretisch kann ich sogar ins Wasser. Wobei ich in der Luft, glaube ich, sogar einen Ticken schneller bin, oder? Außer ich finde im Wasser einen Koopa-Panzer. Naja, ich bewege mich erstmal so voran. Oder so weiter. Und dann kann ich ja alternativ mein Fortbewegungsmittel immer noch ändern. So. Ja, Biene-Luigi ist cool. Er kann fliegen. Aber er ist nicht sonderlich schnell. So ein Regenbogen-Luigi, das hätte jetzt was. Oder die Raketenblume aus Super Mario Odyssey. Dass ich da einfach so durchrennen kann, ohne dass mir irgendetwas passiert. So, schnell weiter, weiter, weiter. Und... Nö, hier gibt es einfach keinen Panzer. Aber das ist schon okay. So. Und einmal darüber. Zack. Habe ich mir die Bienenfähigkeit geholt. Und jetzt darf ich noch von Wolke zu Wolke springen. Und komm, 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 komm. Ja, Luigi, du bist einfach klasse. Ich dachte, das reicht nicht mehr aus, aber er hat es geschafft. Das muss man ihm wirklich hoch anrechnen. Luigi, wunderbar. Was soll ich anderes sagen? Das hast du klasse gemacht. Der Stern ist... Ist auf unserer Seite. Er ist in unserem Team. Er gehört uns. Punkt. Punkt aus Ende. Wir haben es geschafft. Das war Stern Nummer 107. Sehr, sehr gut. Auf der rechten Seite geht es auch direkt für euch weiter, wenn ihr möchtet. Einfach da drauf tippen und schon könnt ihr euch ein weiteres Video angucken. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Ihr wisst Bescheid. Auf das Katzensymbol klicken, dann auf den roten Knopf namens Abonnieren. Und schon seid ihr Teil der Katzen-Community. Na dann, bleibt wie gewohnt katztastisch!